Moin, moin, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Resident Evil im Director's Cut hier auf The Nerd. Haben wir vielleicht mit mir, dem Dre, und wir gucken als allererstes mal in die Kiste, weil ich möchte mir nämlich Green Herb mitnehmen. Genau. Das möchte ich mal ganz kurz usen und dann geht das auch los hier. Ja, in der letzten Folge haben wir die riesigen, ekligen Killerspinnen gekillt. Und ja, in den Raum will ich jetzt nochmal rein, denn in dem Raum gibt es meiner Erinnerung nach ein Rätsel, das es zu lösen gilt. Und das habe ich jetzt vor. Die rote 3 hatten wir auf dem Billardtisch. Hier leuchtet etwas grünlich. Es ist kaputt. Aha. Hä? Moment, da ist die Pflanze. Ah, Chris, was machst du da? Geht nix. Apropos Chris, wieder mal Grüße an RedTat7LP. Guter Mann. Immer wieder gut für, auch für Klassik-Spiele zu haben. Ist doch kein Rätsel. Bin ich falsch informiert? Na gut, dann gehen wir nochmal zum Billardtisch und gucken uns die rote 3 doch nochmal genauer an. Was ist eine rote 3? Boah, Rätsel. Ich spiele im Moment, 3 Ball. Ich spiele im Moment auf der PS Vita Zero, 9 Ball. Okay. Zero Time Dilemma. 6 Ball, 3, 6, 9. Da müsste hier die 12 sein, oder was? Warte mal, es gibt keine 12. Doch, gibt es eine 12, doch, klar. Es looks like a clock dial. Also sieht aus wie ein Uhrenblatt. 2 Uhr 15, so eine Art Code. Fragezeichen? Ja. Also Zero Time Dilemma auf der PS Vita. Und falls euch das nichts sagt, wahrscheinlich wird euch das nichts sagen, das ist eine Visual Novel. Das ist mittlerweile der dritte Teil einer Serie. Der erste Teil war 999 oder 999 oder 9 Persons, 9 Hours, 9 Doors. Den Teil habe ich selber auch nicht gespielt, weil den gab es bis jetzt immer nur für Nintendo DS und ich besitze kein Nintendo DS. Bin auch nicht bereit, mir nur für ein Spiel so ein Gerät zuzulegen, besonders weil ich mir nicht dann den alten holen wollen würde, sondern direkt diesen New Nintendo 3DS XL. Und das Ding kostet aber irgendwie 200 Euro oder sowas. Und das ist es dann, dann würde ich mir noch lieber ein Retron 5 kaufen. Aber das ist eine andere Sache. Genau, auf jeden Fall, den ersten Teil habe ich dementsprechend halt nicht gespielt. Den zweiten Teil gab es dann auch für die Vita. Und das ist das erste Spiel gewesen, was ich damals auf der Vita gezockt hatte. Ich habe mir nämlich die PS Vita gekauft, weil durch das PlayStation Plus Abo bekommt man ja monatlich Spiele gratis. Es ist wichtig, dass man gratis sagt. Es gibt Leute, die sagen kostenlos, das ist aber falsch. Es ist gratis. auf jeden Fall, genau, hatte ich mir die Vita geholt, weil eben so viele Spiele auf meiner PS3-Festplatte lagen dafür und ich halt keine Vita hatte. Und dann habe ich sie mal irgendwann günstig gekriegt. Ich glaube, mit Spiel und Karten und allem drum und dran. Ich glaube, 150 Euro oder so habe ich bezahlt. Und dann war halt auch Zero Escape Virtuous Last Reward für die PS Vita im PS Plus. Und achso, ich zeige euch mal ganz kurz, warum ich das zuschiebe. Weil da so ein Arschloch-Tentakel rauskommt. Ah, jedes Mal, wenn ich da lang gehe. Deswegen schiebe ich da die Statue drauf. Genau, Virtuous Last Reward. Das ist, Virtual Novel nennt sich das Genre. Das heißt, im Grunde liest man hauptsächlich ein Buch, eine Geschichte, die ab und zu von, im Falle von Virtuous Last Reward, kleinen Zwischensequenzen untermalt wird, also Anime-Sequenzen im Grunde. Und das Spielerische an der Sache ist dann, dass man solche Rätselräume hat, also Escape the Room nennt sich das. Gibt's auch in echt, hätte ich mal Bock drauf. Das sind dann halt so Rätsel. Man wird in den Raum eingesperrt und muss dann Rätsel lösen, um aus diesem Raum rauszukommen. Und nee, noch nicht.
Und ja, das hat mir damals ganz gut gefallen, habe ich auf Platin gespielt. Ist relativ einfach, weil man kann halt auch nicht verlieren, man muss nur eben diese Rätsel lösen. Und die sind alle ganz schön krass, oder zum Teil ganz schön krass. Obstructed von der Position. Also die Türen lassen sich nicht öffnen, scheint von der anderen Seite verriegelt zu sein. Aber im Grunde muss man es nur durchspielen und hat dann die Platin. So, und jetzt kam... Ist noch gar nicht so lange her. Scheiße, das ist Quatsch. Ich brauche hier nicht auf die Viecher ballern. Vor kurzem halt der dritte Teil, nämlich Zero Time Dilemma. Und genau, das zocke ich gerade. Und da sind auch schon wieder so geile Rätselräume mitzwischen. Die lassen mich, also, das ist so ein Spiel. Man wird auch wieder in so einem Raum gesperrt. Und dann wird man von Rätsel gesetzt. Und das Ding ist, im ersten Moment fühle ich mich immer so ein bisschen überfordert. Ich denke immer, was wollt ihr eigentlich von mir? Und dann fängt man an, dieses Rätsel zu lösen. Und man fühlt sich, also mir geht's so, ich fühle mich dann so krass clever. Ich bin der schlauste Mensch auf der Welt. wobei ich auch schon da bei zwei Rätseln nachgucken musste. Das eine hatte ich einfach, da hatte ich einfach keinen Nerv mehr drauf. Und das andere war ich einfach zu blind. Da habe ich mich zu blöd angestellt. Das ärgert mich dann auch immer. Aber ja, da... Ich weiß nicht mehr genau, wie wir hingekommen sind, aber... Gut, Zeit gefüllt. Mit dem Ding. Falls ihr eine Vita habt, ich glaube, gibt es mittlerweile auch für iOS. Für Android weiß ich es gerade nicht, obwohl ich ein Android-Besitzer bin, aber... für iOS meine ich, gibt es das. Auf Steam gibt es Zero Escape... Zero Time Dilemma nämlich auch. Schaut euch das mal an, wenn ihr auf so Rätseldinger Bock habt, kann ich das wirklich nur empfehlen. Dormitory Key. Was ist denn Dormitory? Ja, scheiße, das Wespennest. Screw you. Ey, das kribbelt auch direkt wieder alles, wenn ich... Ah! Kennt ihr das, wenn ihr so... Oh, weiß ich nicht. Oh, es gibt bei Jackass. Beim ersten Jackass-Film war das, glaube ich. Wo sie ihn da in Bienen einwickeln oder irgendwie sowas machen sie mit ihm. Oder ihn besetzen lassen von Bienen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall dieses Surren und... Ah, da... Oh, wenn ich nur dran denke, fängt das schon alles an zu kribbeln. Ah, das ist widerlich. It's locked. Ja, ich will ja an das Nummernpad hier. Das ist ein Panel mit Nummer, Schlüsseln. Ja, nicht Keys, ist in dem Fall, glaube ich, Tasten, ne? Yo, ich drück mal die Keys. Und zwar drücke ich, ich glaube, das war richtig. Ja. Nice. Das war reines Glück. Ich wusste ehrlich gesagt gerade nicht hundertprozentig, was ich da mache. War reines Glück. Sauber, das ist wirklich dieser Raum. Ey, wie... Hat er ein dickes Auge? Nee. Das kenne ich noch aus dem Remake. Da ist was an die Wand geschrieben. 1 plus 2 gleich 3. Danke. 3 plus 4 gleich 7. Danke. 2 plus 4 gleich 6. Achso, danke. 6 plus 7 gleich 3. Danke. 13 plus 3 gleich 6. Danke. Das muss ich mir irgendwo aufschreiben, dann kann ich mir das immer ganz gut merken. Ne, warte mal, wenn ich mir das aufschreibe, brauche ich es mir nicht merken, dann kann ich es einfach immer nachlesen. Das ist nutzlos. Chris kann einfach nicht mit Chemikalien umgehen. Ich frage mich jetzt gerade, ob er sagt er sich das selber? Chris kann nicht mit Chemikalien umgehen. Oder warum steht das da so komisch? Das ist nutzlos, Chris kann mit Chemikalien nicht umgehen. Alles klar. Und da ist was an die Wand geschrieben, und zwar steht da, Wasser ist 1, Rot ist 2, Lila ist 3 und Grün ist 4. Und hier ist alles useless, weil Chris halt mit Chemikalien nicht umgehen kann. Chris, wieso kannst du nicht mit Chemikalien umgehen? Was ist denn los mit dir? Oh, nichts kann er. Ballern kann er, aber mit Chemikalien ist nicht so seine Stärke. Naja. Aber die Tür sollte jetzt unlocked bleiben. Ich hoffe es zumindest. Und ich habe den Dormitory Key. Was auch immer Dormitory bedeutet. Dormitory. Ich glaube nicht, dass ich damit die 02... Ich glaube, dass ich damit die 002-Tür öffnen muss. Und jetzt ist das Ding nutzlos. Na gut. Danke. Dormitory. Ist das ein Gewächshaus oder sowas? Dormitory. Weil wir sind jetzt ja... Warte mal, der Dom. Ne, ich habe keine Ahnung.
Wow, Alter, das hat ihm den Arm ab. Was geht ab? Das ist eindeutig die US-Version. Wupp, wupp. Der lebt noch. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, dass ich mal... nicht immer checken. Kombinieren, du. Lurch. Hallo. Vielleicht kann man das ja der ein oder andere... Alter, gleich hacke ich mir hier meinen Finger ab. Vielleicht kann man das ja einer erzählen, der das Spiel von damals noch kennt und zufällig zuguckt. Wäre natürlich super. Kein Wasser ist übrig. War in der deutschen Version, war das da so, dass die weiß geblutet haben oder grün? Habe ich das, glaube ich, schon mal gefragt. Und das dann mit Men in Black damals wirklich? Kann das sein? Ach Gott, ey, diese langen Aufnahmepausen immer dazwischen ist furchtbar. Nichts Spezielles. Okay, habe ich jetzt wirklich einfach nur Munition verschwendet, um Munition zu besorgen. Na gut. Wie viel Schuss habe ich gebraucht? Keine 15, oder? Weil irgendwie habe ich in Erinnerung, dass die Viecher weiß geblutet haben. Oder grün oder irgendwie sowas. Was albern ist, weil wenn man die USK fragt, die Farbe des Blutes ist, die Farbe des Blutes ist egal. Ob die jetzt rot, grün, lila, sonst wie bluten, ist egal, es ist Blut. Und deswegen hat das keine Auswirkung auf die Einstufung. So, hier, der Pflanze 42 Bericht. 4 days have passed since accident and the plant at point 42 is growing amazingly fast. Also, ich lese es jetzt erstmal einmal auf Englisch und werde es dann auf Deutsch nochmal sagen. Zusammenfassen. Also, 4 Tage sind vergangen seit dem Unfall mit der Pflanze 42 und die wächst ziemlich schnell. It has been affected by the T-Virus differently than other plants have been and shows unique shape in addition to its size. Looking at the way it behaves, it is now difficult to determine what kind of plant it was originally. Also, die Pflanze hat sich anders anders gegenüber dem T-Virus verhalten als andere Pflanzen und es zeigt einzigartige unique shape in addition to its size. Einzigartige Form in Verhältnis zu seiner Größe? Ergibt das Sinn? Zu beobachten, wie es sich verhält, wenn man bedenkt, wie es sich verhält, ist es schwierig zu deuten, was für eine Pflanze das mal früher gewesen sein mag. There are two ways in which plant 42 gathers nutrition. The first one is through its root that reaches into the basement. Immediately after the accident, a scientist went mad and broke the water tank in the basement. Now the basement is filled with water. It is easily imaginable that some chemical elements were blended in the water and promoted the incredibly fast growth of plant 42. Also, es gibt zwei Arten, wie die Pflanze 42 wie heißt denn das? Also ihren Wachsmittel bekommt. Also ihren Nahrungsmittel, wie auch immer, durch die Pflanzen, durch die Wurzeln halt aufnimmt. Der erste ist durch die Pflanzen, durch die Wurzeln, die bis in den Keller ragen. Und direkt nach dem Unfall ist ein Scientist, ein Wissenschaftler mad gegangen, wie sagt man denn? Durchgedreht. Und hat den Wassertank im Keller zerstört. Jetzt ist der ganze Keller mit Wasser überflutet. Und es ist auf jeden Fall vorstellbar, dass einige Chemikalien sich mit dem Wasser verbunden haben und was das unglaubliche schnelle Wachstum der Pflanze 42 begünstigt. Another part of plant 42 from the basement grows through the duct and hangs down like so many bulbs from the ceiling of the first floor. Many vines come out of those bulbs and they are the second resource for its nutrition. Ein weiterer Teil der Pflanze 42 im Keller wächst durch die Duct. Durch den Boden, ne? Durch die Decke oder was? Nein, ist das für Ceiling. Also wächst auf jeden Fall durch irgendwas durch und die wachsen dadurch so weit, so runter. Many Bulbs. Bulbs. Ja, das sind ja keine Glocken. Also einzelne. Wie soll ich das denn übersetzen?
so many bulbs from the ceiling of the first floor. Also sie wachsen halt runter in, und hängen von der Decke wie Kugeln, wie Glocken. Viele Vines, was sind denn nur Vines? Das sind Verästelungen, ne? Kommen aus diesen Bulbs. Und die sind die zweite Quelle für die Nutrition. Once sensing movement, Plant 42 shoots its vines around the prey and holds it. Then it starts sucking up blood, using the suckers located at the back of its vine. Also tentakelmäßig oder was? It also has some intelligence. It blocks the door by twining its vines around it, especially when it captures prey or is sleeping. Also wenn es erstmal, wenn die Pflanze 42 erstmal Bewegung ausmacht, dann schießt es seine, ich weiß nicht, wie ich Vines übersetzen soll. Moment, das gucken wir mal ganz kurz nach. Wenn ich dran gedacht habe, schneide ich das jetzt hier kurz raus. Wenn nicht, seid ihr live dabei, wie ich Vines google und wahrscheinlich auf die scheiß Vines-Seite komme. Deutsch. Wein, wollt ihr mich verarschen? Also seine Ranken, alles klar. Also es schießt seine Ranken um sein Opfer und hält es fest. Dann fängt es an, Blut zu saugen, wobei es die Saugnäpfe quasi aus seinen Ranken benutzt. Außerdem ist es intelligent. Sie blockt die Tür, indem sie ihre Ranken darum herum schlingt. Besonders wenn sie was gefangen hat oder schläft. Several staff members have already fallen victims to this. Dadurch sind schon viele Mitarbeiter ihr zum Opfer gefallen. 21. Mai 1998, Henry Sarton. Mann. Kann man echt nur hoffen, dass nicht so viel Text noch kommt, ne? A dormitory sketch, will you take it? Also die Karte von der Dormitory. Ich hätte mal eben nachgucken können, was eine Dormitory ist. Na gut. Wir sehen hier bei dem Schrank, irgendwie ist da ja was. Irgendwas ist da ja, ne? Irgendwas ist da. Achso, Pflanze 42 Hype. Muss man immer mal wieder sagen. Da ist eine Leiter, willst du hinabsteigen? Ja, aber sowas von, Alter. Aber sowas von. So, und ich google mal ganz kurz, was Dormitory hier heißt. Oh oh. Dormitory. Was ist das für eine Musik, Alter? Ich hatte mir mal Schlafsaal, okay. Ich hatte mir mal den Soundtrack von Resident Evil runtergeladen aufs Handy. Und ich glaube... Oh Gott. Ich glaube, dass ich den Soundtrack hier runtergeladen habe. Weil irgendwie war der nicht so geil. Seien wir mal ehrlich, der war nicht so geil. So kommen jetzt schon die Kisten hier. Warte, warte mal, Chris. Ja, kommt schon. Ja, jetzt... Alter, das klingt wie irgendwie ein altes NES, wie ein alter NES-Soundtrack oder sowas. Das ist irgendwie seltsam. Dormitories Schlafsack, komm mal. Lernt man hier noch was? Also ich zumindest. So, die dritte Kiste kriegen wir auch da rein. Die müssen wir nochmal ganz kurz hier nach oben schieben. Ah, nicht ganz ran. Ich weiß nicht, es klingt so ein bisschen, als hätte da einer irgendwie auf die Tastatur, aufs Keyboard draufgehauen. Wirklich geil ist das gerade nicht. UMB. Da steht UMB auf den Kisten, oder? Ist das etwa die Umbrella Corp? Ist die heutzutage überhaupt noch relevant, Umbrella? Wie ist... Doch, Umbrella Corp. Nee, hieß das? Umbrella Corp? Wie heißt das neue Resident Evil Spiel, was nicht mal Resident Evil heißt? Das heißt einfach nur Umbrella Corp, oder? Soll ziemlich kacke sein übrigens. Hab ich mir noch nicht angeguckt. Ist nicht so... Team Shooter ist nicht so meins. Da bin ich ziemlich raus. Ja, komm, nehmen wir mit. Das rote Buch, das hätte ich wahrscheinlich oben lassen können. Aber na gut. Oh. Wir gehen ins Wasser. Allerdings nicht mehr in dieser Folge, denn dieses ist leider zu Ende. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, denn wir gehen in den Keller und da wurde ein Wassertank über... Was denn?
Chris guckt immer so, wenn er seine Idle-Animation macht, als würde ich ein Idiot sein. Ich fühle mich ein bisschen auch verarscht, wenn ich drin sitze im Kreis. Also, ich kann so viel verraten. Im Keller, in diesem Keller, geht einiges. Ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, ihr auch. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.